Gut, dann möchte ich hier noch einen Teil zeigen wollen, was auch... Das ist aus Silber, die Plakette, genau, ne? Das ist unser Macaron. Macaron, genau. Das ist das einzige Teil, was keinen Leichtbau hat, was schwer sein darf. Das darf so schwer sein, wie es ist. Wie schwer ist denn das? Oh, das kann ich aus dem Kopf jetzt gar nicht sagen, wie schwer das ist. Aber... Pass auf, ich wiege das eben. Hast du mal ein Achtermaul? Gerade nicht, aber... Schraube ich mal eben ab, das Ding. Ja, aber das Spannende an dem Teil ist... Aber das ist aus Silber, ne? Das ist Sterling-Silber. Und das ist in Handarbeit, dreifarbig mit Emaille ausgelegt und hat in Emaille noch einen 3D-Effekt. Da gibt es auf der ganzen Welt nur einen, der das überhaupt herstellen kann. Und das ist natürlich eine deutsche Firma. Ja. So sieht's aus. Das wäre doch ein schönes Andenken, meinst du nicht, Martin? Ah, ich glaube, da muss man mit dir einmal sprechen. Vorstand. Aber auch spannend ist, wenn du dir die Gitter anguckst. Die sehen auf den ersten Blick erstmal Gitter. Gitter. Zum einen haben wir sie natürlich extrem Richtung Aerodynamik optimiert, dass da hier viel Luft durchgeht, weil wir müssen ja unsere Kühler, die dahinter stehen, für die mehr Power von dem Motor auch entsprechend größer gestalten und mehr Luft dahin bringen. Also erstens mal, das ist kein Plastik. Nein, das ist Aluminium. Das ist Aluminium. Aluminiumgitter. Genau. Das nächste an den Gittern ist, wenn wir müssen mal beide zusammen versuchen, so ein bisschen zu gucken, wenn du mit mir zusammen guckst, dann siehst du an diesen Stellen hier, dass hier ein 3D-Effekt drin ist. Das sind immer Quader, die aus 3D da rauskommen, wenn du hier aus den verschiedenen Winkeln drauf schaust. Quader? Ja. Ich sehe da nur Dreiecke. Ja, doch, jetzt sehe ich es. Ja, genau. Wenn du es jetzt einmal gesehen hast, dann wirst du es immer am Chiron sehen. Jetzt sehe ich nichts anderes mehr, genau. Und was hat das, also wie so Aerodynamik? Also geht da die Luft besonders gut durch oder wird die noch extra gelenkt? Nein, das ist halt ein 3D-Effekt, den wir darstellen, damit es besser aussieht. Okay. Und die Öffnung, wir haben halt unheimlich große Öffnungen bei ganz wenig Material stehen, die nur noch stehen, sodass wir wirklich viel Luft da durchkriegen. Ja, super filigran. Seht ihr diese Quader auch? Also das sind quasi wie so, was hat denn, Kuchenstücke sehen ja so nicht aus, ne? Quader halt, ne? So Quader. Zauberwürfel. Zauber, durch, in der Mitte durchgeschnittene Würfel. Ja. Ja? Ein flacher Würfel. Seht ihr das? Hier ist die eine Seite, das ist die andere und das ist die Oberseite. Quader.